Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen gibt es heute das First Impressions Video zur BH Cosmetics Bestellung. Wir werden etwas mit der Galaxy Chic oder Chic, ich weiß gar nicht genau, wie spricht man das aus, ist das Chic oder Chic? Palette auf jeden Fall schminken und mit den Pinseln eben von BH Cosmetics. Ich werde versuchen, nur Pinsel von BH Cosmetics zu bestellen, zu benutzen. Die hatte ich ja bestellt, das ist das Party Girl Set. Und ja, wir fangen einfach mal an. Als allererstes nehme ich die Art Deco Eyeshadow Base. Und die werde ich mir auf mein Auge auftragen. So, ich glänze übrigens vielleicht ein bisschen im Gesicht. Ich habe gerade mein Gesicht eingeölt mit dieser Weleda Mandel Gesichtsölpflege. Ja, aber ne Feuchtigkeit und so. So, ich hole euch jetzt näher. So, ich mache mal die Galaxy Chic Palette nochmal für euch auf und dann könnt ihr euch die nochmal angucken. Und ich habe keine Ahnung, was ich verwenden möchte heute. Wollen wir was Rotes? Wollen wir was Blaues? Wollen wir was Erdiges? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal... Ich weiß gar nicht, welchen Pinsel ich verwenden soll. Das ist so ungewohnt. Neuer Pinsel. Ich finde den recht groß. Aber vielleicht... Nee, wir fangen nicht mit dem an. Der ist mir zu groß. Wir beginnen mit diesem hier. Und da werde ich zuerst Moon verwenden. Das ist dieser Ton. Und ich bin sehr gespannt. Also, ich werde das mit dem Pinsel versuchen, hier Farbe aufzunehmen. Und werde mir das so vorne aufs Lid aufgeben, bis in die Mitte ungefähr. Also Moon ist irgendwie so eine schöne Mischung aus Grau und Lila, finde ich. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, ich werde ihn hier so ein bisschen auf meinem Handrücken sauber machen. Und gehe jetzt in Mercury, das ist dieser Ton hier. Also die Farbabgabe ist phänomenal, vielleicht klopfe ich das doch noch ein bisschen ab. Und gibt das dann hier so hinten und auf die Mitte des Lides auf. Gehe dann nochmal ein kleines bisschen im Moon, einfach um diesen Übergang ein bisschen besser zu machen. Also bis jetzt muss ich sagen, finde ich den Pinsel gar nicht schlecht. Ich finde ihn vielleicht etwas klein. Es gibt irgendwie nicht so ein Mittelding. Also Moment. Wir haben eben den ich eben benutzt habe. Dann haben wir das Monster und dann haben wir halt als nächstes so einen kleinen. Ja, aber das ist ja ganz individuell, wie groß euer Auge ist quasi. Auf jeden Fall ist die Farbabgabe der Palette der Wahnsinn. Also wir haben jetzt Moon und Mercury drauf. Mercury, ne? Oder Mercury? Ich weiß es nicht genau. Ich werde den Pinsel jetzt nehmen. Und in Mars gehen und werde das jetzt mir hier unten so ein bisschen an den Wimpernkranz machen. Ich finde auch hier, dass der Pinsel etwas groß ist. Aber es geht. Wir wollen das jetzt nicht gerade akkurat, also nicht akkurat, sondern dünn machen. Schlank wollte ich schon sagen. Sondern einfach nur so ein bisschen von der Farbe hier so aufbringen. Im Anschluss daran nehme ich, vielleicht kann ich euch das so auch mal ganz gut zeigen, diesen abgeschrägten und die Farbe Pluto. Also, vielleicht seht ihr schon, wir gehen ein bisschen in die lila Richtung. So, ich weiß noch nicht, wie sich das hier jetzt gestalten wird. Und das werde ich versuchen, hier so in die Lidfalte aufzutragen und dann gleichzeitig schon ein bisschen hoch zu blenden. Okay, es ist komplett ungleich. Ja, was soll ich sagen, Leute? So, ich komme mit diesem Pinsel nicht gut klar. Darum nehme ich jetzt diesen hier. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie der Smoky Eyebrush von Essence und werde damit eben nochmal in Pluto gehen
Einfach weil ich glaube, dass ich mit dem besser zurechtkomme. Und ja, auf jeden Fall. Versuche hier so ein bisschen so ein V zu formen. Das so ein bisschen hochzuziehen und dann nach vorne. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Sehr dunkel. Dann nehme ich nochmal diesen Pinsel. Ich glaube, das war der, den wir auch am Anfang genommen haben. Und ich gehe nochmal in Mercury. Mercury war, wie gesagt, diese Farbe. Einfach um das hier nochmal ein bisschen aufzuhellen, beziehungsweise dieses Braun nochmal reinzubekommen. Oh Leute, die Farben sind der Hammer! Ja, mir fällt wirklich nichts dazu ein, außer, oh mein Gott, die sind so toll. So, und gehe dann nochmal in Moon von vorhin, einfach um den Übergang hier nochmal ein bisschen schöner zu machen. Also dieser Pinsel, den mag ich. Wir werden das natürlich auch noch ausblenden. Jetzt werde ich diesen Pinsel hier nehmen. Hoffentlich ist das scharf. Und nochmal Moon. Werde Moon etwas hier unten aufgeben. Und gehe dann nochmal in Pluto. Also, man kann hier wirklich orange, rote, lila, blaue, türkisene Looks mitmachen. Also da ist echt einiges vorhanden. Und ich werde auch nochmal Pluto nehmen und versuchen, das so an den Wimpernkranz zu geben, weil Mercury war mir einfach nicht dunkel genug. Den hatten wir ja vorhin da drauf. Oder Mars, weiß ich nicht mehr. Also, gehen wir auch noch an den Wimpernkranz. Nehmen uns nochmal diesen Pinsel und gehen nochmal bei Moon in die helle Farbe. Also, das ist ja so ein bisschen marmoriert und wir versuchen jetzt die helle Farbe aufzugreifen, um das hier reinzusetzen. Da ich meinen Puder jetzt gerade nicht da habe, werde ich aus der Sleek Oh So Special Palette diesen Ton hier nehmen. Okay, es ist total unscharf. Und es will nicht scharf werden, ist egal. Es ist einfach ein hautfarbener Ton. Und ich werde jetzt diesen Riesenpinsel nehmen. Um das hier oben auszublenden. Ich nehme nochmal den abgeschrägten und mache genau das gleiche. Einfach weil der ein bisschen kleiner ist und ja. Ich muss ja mit dem Pinsel jetzt auch erstmal warm werden, ne? Die sind ja jetzt ganz neu und ich habe noch keine Ahnung, wie die funktionieren. Und ja, das wird ein bisschen noch dauern, aber ist jetzt der First Impression. Die First Impression? Weiß ich nicht. Da ist noch ein bisschen viel. Und ich gucke mir jetzt nochmal die Palette an, weil vielleicht finden wir da auch noch einen schönen Highlighter drin. Ich werde von Mercury das Helle nehmen mit diesem Pinsel und mir das hier so unter die Augenbraue geben. Das ist schon sehr weiß, muss ich sagen. Muss man gut ausblenden. Was mit dem Pinsel irgendwie leider nicht möglich ist. Darum nehme ich mir den. Der ist ein bisschen spitz. So. Ich werde mich jetzt mal eben kurz um meine Augenbrauen kümmern. So, Augenbrauen sind gemacht. Jetzt werde ich mal eben gucken. Ich verwende ja normal immer diesen Ebelin Puderpinsel für Make-up. Und ich habe jetzt diesen Puderpinsel. Der ist halt, wie ihr sehen könnt, kleiner.
Aber sollen wir mal versuchen, damit Make-up aufzutragen? Was sagt ihr? Oh, die sind vielleicht weich, ne? Ein Traum. So, ich werde jetzt erstmal meinen Primer auftragen. Das ist vom P2, der Perfect Face Oil Control, die Oil Control Base. Und da wir das Öl kontrollieren müssen, vor allem auf der Stirn, ich habe hier auch noch einen Pickel, ne? Mit der Nase. Und hier. Ja, also meine Haut sieht heute irgendwie echt bescheiden aus, muss ich ehrlich sagen. Und dann, nehme ich wie immer die Lumi Magique Mascara, genau. Das ist Lumi Magique Make-up von L'Oréal in DW6 Gold Camel. Ja, Gold Camel. Und wir werden versuchen, das jetzt mit diesem Pinsel aufzutragen. We will see. Ich habe keine Ahnung, wie das klappen wird. Wir gucken. Weil er ist halt auch recht klein. Also, es klappt. Es klappt. Ich meine, der Pinsel ist eben, wie gesagt, kleiner. Ich glaube, ich würde ihn, wenn ich jetzt unterwegs bin und das Set beispielsweise dabei hätte, würde ich ihn nehmen. So, dauert mir das aber mit diesem kleinen Pinsel ein bisschen lang. Aber auf jeden Fall gut. Hier oben ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man einen kleineren Pinsel hat. Dieser Pickel. Also ich habe ja echt selten Pickel, aber wenn, dann sind die auch noch so hässlich. Wahrscheinlich hättet ihr den wahrscheinlich nicht mal gesehen, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte. Also, vielleicht suche ich das mal hier so partiell aufzutragen. So, Make-up haben wir. Ich finde, dass ich heute so sehr glänze. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich werde jetzt mal doch mein Puder holen. Ich war nämlich vorhin zu faul, aber ich werde es jetzt holen. So, mein Shiseido-Puder. Und wir werden jetzt einfach den gleichen Pinsel verwenden, auch wenn der jetzt natürlich ein bisschen feucht vielleicht noch vom Make-up ist, obwohl nee, geht. Werde ich mein Puder nehmen und mal gucken, dass hier oben so ein bisschen beteilen, vor allem in der T-Zone. Also für Puder gefällt er mir besser. Also diese Pinsel sind unfassbar weich, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, ich werde jetzt meine Wimpern tuschen. Und zwar mit dieser Kombination einmal die Lash Princess Mascara. Das ist die False Lash Mascara, also die grüne Variante von Essence. Und danach die Rocket Volume von Maybelline. Das mache ich eben. Ich glaube, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Das habt ihr oft genug gesehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder für Blush. So, ich habe meine Wimpern jetzt getuscht. Was mir aufgefallen ist, was ich ganz vergessen habe. Wir hätten natürlich auch noch diesen Foundation-Pinsel gehabt. Aber ich weiß nicht, ich komme mit solchen, glaube ich, nicht so gut zurecht, weil ich dann das Gefühl habe, mir das so richtig drauf zu klatschen. Wisst ihr, was ich meine? Naja, das können wir ja mal das nächste Mal ausprobieren. Das sind auf jeden Fall erstmal die Augen. So könnt ihr mal vielleicht die Lidschatten nochmal sehen von der Galaxy Chic Chic Palette. Und ja, also ich bin wirklich begeistert von der Palette. Die Farbabgabe ist 1A. Die Farben sind unfassbar schön. Sie ist so schön gestaltet. Und ich kann wirklich nur gute Sachen darüber sagen. Ich würde sie euch auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Zu den Pinseln sagen wir gleich noch was. Ich werde jetzt diesen Blush Brush verwenden. Der ist eben so ein bisschen abgeschrägt, falls ihr das sehen könnt. Und ich werde von P2 den Endless Love Trio Blush in Greatest Wish verwenden. Habe ich noch nicht getragen bis jetzt.
Gibt es ja im Moment in der Just Dream Like LE. Der sieht eben so aus. Und da werde ich jetzt mit meinem Pinsel rollen gehen. Ich weiß noch nicht wie. Oh. Okay, etwas abklopfen. Und ja, dann werde ich das hier auf die Wangen auftragen. Und ich glaube, dann braucht man auch gar keinen Highlighter mehr, wenn man den drauf macht, weil der ist ein bisschen glänzender. Also nicht glänzender. Glitzerig? Ich weiß nicht. Könnt das hoffentlich sehen. Ist auf jeden Fall eine super schöne Farbe. Ich finde den Blush Brush dafür auch gar nicht schlecht. Ich muss halt sagen, ich bin mittlerweile, nicht zurzeit, sondern mittlerweile, den hier gewöhnt. Das ist eigentlich ein Puderpinsel und der ist eben rund. Wobei das hier eigentlich besser ist. Es ist für mich jetzt aber trotzdem eine Umstellung vom Auftrag her, wenn ihr wisst, was ich meine. So, und wir wollen es nicht übertreiben. Man sieht das nur in der Kamera dann immer nicht so, ne? So. So finde ich das eigentlich ganz schön. Wie gesagt, Highlighter lassen wir weg. Und dann fehlt nur noch ein Lippenstift. Beim Lippenstift habe ich mich für einen von Revlon entschieden. Das ist Lollipop. Und zwar einer dieser Lip Butter Lippenstifte. Die habe ich in Amerika gekauft. Die gibt es ja leider in Deutschland nicht, ne? So. So sieht der aus. Den trage ich mal eben auf. Ich habe schon angefangen, aber wir werden das mit dem Lippenpinsel gleich noch machen. Ich werde das jetzt nur so grob auftragen und dann nehmen wir jetzt den Lippenpinsel noch und werden außen machen. Leute, ich hätte es fast vergessen. So, ich suche mal den Lippenpinsel. Das ist dieses Mini-Ding. Ja, wir werden es probieren. Der Lippenstift ist auch aufgetragen. Da werde ich den Pinsel jetzt noch eben aus so einem Tuch ein bisschen sauber machen, nicht dass da die Farbe irgendwie überall dann hindätscht. Das will ja kein Mensch haben. Ja, und fertig ist der Look. Also, wie gesagt, Lidschattenpalette 1A. Die Pinsel finde ich auch echt gut. Wie gesagt, also der Puderpinsel ist für Puder besser als für Make-up, weil einfach zu klein und, ne, ich meine, ich weiß nicht, viele von euch werden das wahrscheinlich überhaupt nicht mit Puderpinsel auftragen, Make-up. Da habe ich jetzt leider, wie gesagt, den Pinsel total außen vor gelassen gehabt. Blush Brush finde ich auch gut, der nimmt das Produkt schön auf und man kann es auch sehr schön auftragen damit, finde ich. Und ich suche mal eben die Pinsel raus, die ich benutzt hatte. Kein vergessen. Den habe ich noch benutzt. Moment. Also, das sind die Pinsel, die ich benutzt hatte. Da weiß ich nur nicht genau, was ich mit dem machen soll. Der ist einfach so groß. Also, ne? Ich weiß es noch nicht genau. Der abgeschrägte, den finde ich super. Vielleicht ein bisschen schwierig bei so dunklen Lidschatten. Aber wenn man ein bisschen helleren hat und den einfach nur so in die Lidfalte und so, ne? Finde ich den super. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich da gar nicht gerafft habe, dass das zwei verschiedene sind, während dem Schminken. Der eine ist eben oben ein bisschen spitzer als der andere. Fand ich super für die Lidfalte und ne, kann ich mich nicht beschweren. Ich fand den ganz toll, um eben so am Wimpernkranz zu arbeiten. Und den habe ich ja für Lidschatten auftragen auf dem ganzen Lid verwendet. Muss ich sagen, für hier hinten fand ich den ganz gut, weil der eben recht klein ist. Ach, irgendwie ein Haar im Mund. Moment. Aber für vorne, wenn man einfach eine größere Fläche hat, finde ich den zu klein. Ich benutze ja, Moment, diesen hier von Essence im Moment super gerne. Also wirklich, der ist mein Liebling im Moment. Und wenn ihr den mal mit dem von BH Cosmetics vergleicht, ist der hier schon ein bisschen, also der Essence ist schon ein bisschen breiter und ich finde es damit einfach angenehmer, vorne den Lidschatten zu verteilen. Wobei der eben für so kleinere Partien schön ist. Ja, also Leute, ich muss sagen, ich bin begeistert. Das Set hat 13 € oder so gekostet. Das ist im Moment reduziert. Ich hoffe, es ist immer noch reduziert. Schaut da einfach mal auf der Seite vorbei.
Es ist wirklich toll. Die haben noch so viele andere Pinsel, also auch ganz viel fürs Gesicht. Ich habe mich eben für diese Pinsel entschieden, weil ich was für die Augen haben wollte. Aber ja, wie gesagt, ich fand die fürs Gesicht jetzt eigentlich auch echt gut. Und ja, vielleicht muss ich mir noch ein paar mehr bestellen. Das täte meinem Geldbeutel nicht gut, aber wir schauen einfach mal. Wir sind auf jeden Fall fertig mit dem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war informativ. Wie gesagt, bis jetzt kann ich nur Empfehlungen aussprechen. Die BH San Francisco Palette können wir auch noch gerne miteinander testen. Ja, ich weiß noch nicht genau wann, weil. Ja, ich wurde angerufen, ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen, sorry. Ich war auf jeden Fall gerade dabei, mich zu verabschieden, glaube ich. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder mit der, ja, die BH San Francisco Palette. Da werde ich auch noch was mit schminken. Und ja, bis bald. Tschüss.